Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe endlich meine alte Konfiguration hier wieder, weil ich jetzt auch zu Hause bin. Wie ihr sehen könnt, habe ich mal so ein paar Sachen kombiniert. Die Schuhe sind aus einem Outfit von Weihnachten, die Mütze ist aus dem Adventskalender und der Pullover ist aus einem anderen Outfit. Genau. Und jetzt machen wir mit der fünften Aufgabe auch schon direkt weiter. Ich habe nämlich heute auch nicht sonderlich viel Zeit. Was machen wir heute? Wieder einen Spaziergang? Tut mir leid, Tantchen, aber das kommt nicht in Frage. Meine Füße sind vom letzten Spaziergang immer noch gefroren. Schade. Ich gehe gerne in der Stadt spazieren. Das erinnert mich an die Zeit, als wir noch hier gewohnt haben. Dich nicht auch, Philipp? Schatz, es ist erst 4 Jahre her und du bist immer noch genauso umwerfend wie damals. Och, was ein Charmeur. Stimmt, das liegt in der Familie. Aber Schluss mit dem Gerede. Wir sind schließlich nicht hier, um uns selbst zu beglückwünschen, sondern um das schönste Ereignis des Jahres zu feiern. Weihnachten. Und ich nehme an, du hast noch viele weitere Ideen? Nein, ich setze heute mal aus. Wie schade. Dann müssen wir wohl diesen Spaziergang machen. Nein, kommt nicht in Frage. Ich muss etwas anderes vorschlagen. Ich schlage stattdessen vor, dass wir es uns mit einer Decke gemütlich machen und tatsächlich Liebe gucken. Ich schlage vor, wir gehen ins Einkaufszentrum. Dort ist es warm und wir können die letzten Weihnachtseinkäufe machen. Oder ich schlage stattdessen Gesellschaftsspiele vor. Ich weiß, dass Tantchen das Spiel Dr. Bibber liebt. Da ich jetzt meinem eigenen Gemüt nach zu urteilen am liebsten einen Film gucken würde. Ah, gute Idee, ich liebe diesen Film und er passt zur Jahreszeit. Stimmt, ich muss zugeben, dass die Idee mit der Decke nicht schlecht ist. Sehr gut, dann rücken wir alle auf Wulis Bett zusammen. Macht es euch bequem, ich decke euch zu. Tantchen suchte alle Kissen zusammen, die sie finden konnte, damit wir bequem saßen. Dann machten wir uns auf meinem Bett mit einer Wolldecke gemütlich. Ich liebe solche Tage. Wir sahen einen Film an, alberten rum und tranken dabei heiße Schokolade. Am Ende schlief Mama mit dem Kopf auf Papas Schulter ein und meine Tante drehte sich lachend zu mir um. Vergiss nicht dein heutiges Geschenk. Wir haben sie sorgfältig ausgewählt. Also heutigen Geschenke. Vielen Dank. Oh, der Rock, der Rock, der Rock. Ich glaube, ich nehme den silbernen. Ich habe ja auch die silberne Kette. So, weiter. Oh, ein Armband. Ich schätze, da gehe ich jetzt auch auf diese Variante, weil ich von dem anderen ja farblich auch noch nichts ausgewählt habe. Also bei mir ist ja jetzt alles in dem Ton und außerdem auch der Mistelzweig hier in meinen Haaren. Deswegen diesen hier. So, Leute, dann war es das heute auch schon wieder. Das ist der aktuelle Stand. Und dann sehen wir uns morgen mit Aufgabe 6 wieder. Also Leute, ciao, ciao.